Ewald Stadler, BZÖ. Herr Präsident, in Hohes Haus. Na, da wird sich der Zuseher aber was denken, wenn er diesen ganzen Soft-Marxismus sieht, den wir jetzt heute hier von Rednertribüne zu hören bekommen hat, nicht? Der Kollege Oellinger ist immer zu seiner marxistischen Gesinnung gestanden, aber heute habe ich nicht schlecht gestaunt, dass einer der größten marxistischen Vorkämpfer dieses Hauses, der Herr Oberregierungsrat, korrekt zitiert, Oberregierungsrat Magister Kräuter ist. Ein pragmatisierter, dienstfreigestellter Landesbeamter aus der Steiermark rechnet anderen die Privilegien vor, meine Damen und Herren. Aus dem geschützten Bereich lässt sich ja gut argumentieren, nicht wahr, Herr Kollege Kräuter? Ja, und heute herausgekommen ist und hier als Zwerg Lenin für geistig Bedürftige gespielt hat. Meine Damen und Herren, mit den paar Millionen, die Sie beim Herrn Mateschitz holen, werden Sie doch nicht das Budget sanieren. Wollen Sie das irgendjemandem einreden? Das ist ja nicht einmal mehr Zwergmarxismus, Herr Kollege Kräuter. Das ist schlicht und einfach nur mehr Populismus, wenn nicht sogar Demagogie. Ja? Heißt Verblödung des Volkes übersetzt. Das hat der Herr Oberregierungsrat Kräuter aus dem geschützten Landesbedienstetenbereich des Landes Steiermark heute zum Besten gegeben, meine Damen und Herren. Matznetter war da schon sehr viel prägnanter, ja? Ausgerechnet Herr Matznetter geht heraus und redet über Wohlstands- und Mittelstandsbäuche. Ja, das finde ich besonders sinnig. Herr Kollege Matznetter, damit haben Sie aber gesagt, auf wen Sie es abgesehen haben. Auf den Mittelstand hat das abgesehen. Nicht auf die Reichen, meine Damen und Herren Zuseher am Fernsehschirm. Nicht auf die Reichen. Mittelstandsbauch hat der Herr Matznetter plastisch dargestellt hier gemeint, wenn er sagt, wenn er besteuern will, meine Damen und Herren. Wir sind dankbar für diese Offenheit. Und dann geht er raus und sagt, die Gebühren sind so hoch. Meine Damen und Herren und Herr Matznetter vom Mittelstandsbauch. Niemand greift so tief in die Taschen der armen Leute wie das Rote Wien, meine Damen und Herren, mit ihren Gebühren. Niemand greift so unverschämt zu wie das Rote Wien mit Wassergebühren, Müllgebühren, Abwassergebühren, Hundegebühren, Parkgebühren. Sie können es ja kaum mehr aufzählen, was die Rote Wiener Gebührenräuberei betreibt, Herr Matznetter vom Mittelstandsbauch. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen in aller Form sagen, warum wir die Schuldenbremse nicht mitgetragen haben. Wir haben sie deswegen nicht mitgetragen, weil Leute wie Matznetter und Leute wie die Frau Mikl-Leitner und Leute wie der Herr Mitterlehner mittlerweile, das hat mich am meisten überrascht, in Wirklichkeit mit dieser Schuldenbremse ein verfassungsrechtliches Alibi gebraucht hätten für weitere Abgaben. Mit uns nicht, Herr Kollege Stumpfurt. Nie mehr, glauben Sie mir das. Nie mehr. Ich habe Ihre Höhnung noch gut in Erinnerung, als wir aus staatspolitischer Verantwortung Ihr Bankenrettungspaket mitbeschlossen haben. Nein, du warst nie dabei, das wissen wir eh. Nein, ihr habt uns alle verhöhnt. Wir haben aus staatspolitischer Verantwortung haben wir das Bankenrettungspaket mitgetragen. Und dann habt ihr bei jedem Geschenk an die Banken gesagt, aber ihr habt es ja mitgetragen. Sie kriegen von uns nie mehr wieder einen Freibrief für Ihre räuberischen Methoden. Nie wieder. Denn was Sie vorhaben, ist jetzt ja klar. Der eine will den Mittelstand besteuern und ihr wollt in Wirklichkeit 30%, hat der Mitterlehner heute gesagt, 30% der Budgetsanierung wollt ihr über neue Steuern einnehmen. Nachzulesen, heute in den Salzburger Nachrichten. Heute nachzulesen. Und gleichzeitig geht dann die Frau Bundesminister Vechter heraus und sagt, wir haben nicht zu wenig Steuern, sondern wir haben zu hohe Ausgaben. Abgesehen davon, dass es stimmt, dass der Kollege Oellinger sagt, dass ihr seit 25 Jahren in der Regierung seid und seit Jahrzehnten den Finanzminister stellt. Ja, so als ob das wer anderer getan hätte und nicht die ÖVP. Lassen wir das aber einmal. Aber fragt man doch einmal nach, dann sagt sie weiter, wo sind die Ausgabentreiber? Sie möchte wissen, wo sie sitzen. Frau Bundesminister, da vorne sitzt er üblicherweise. Ihr eigener Fraktionskollege Fritz Neugebauer hat zur gleichen Zeit, wo Sie von uns wollten, einen Freibrief über die Schuldenbremse haben, hat er von Ihnen 280 Millionen Schilling auf Kosten der Steuerzahler für die Beamten bekommen, meine Damen und Herren. Das sind die Ausgabentreiber, die Sie verhandelt haben. Und da saß Ihr Vizekanzler dort. Das war ihm wichtiger, den Beamten 280 Millionen in den Rachen zu stecken, im geschützten Bereich, Leuten wie dem Herrn Oberregierungsrat Kräuter, damit die gut davon kommen, anstatt dafür zu sorgen, dass tatsächlich mit der Schuldenbremse eine Abgabenhöchstquote eingeführt wird.
Wissen Sie, eine Schuldenbremse bringt gar nichts, wenn Sie nicht gleichzeitig in die Verfassung eine Abgabenhöchstquote hineinschreiben und sie mit Sanktionen versehen. Denn Ihr Vorgänger hat sich sogar über geltendes Verfassungsrecht im Budget hinweggesetzt. Herr Kollege Stumpfohl, der nächste Sündenfall, den haben wir nicht vergessen. Als Ihr Finanzminister das Budget nicht vorgelegt hat, wie es die Verfassung vorgesehen hat, man sagt, ja, das ist nicht so interessant. Außerdem ist es ja sanktionslos, hat es geheißen. Kollege Kopf ist herausgegangen und hat gesagt, das Gesetz sieht ja nicht einmal, die Verfassung sieht ja nicht einmal eine Sanktion dafür vor. Keine Schuldenbremse ohne Abgabenhöchstquote und keine Abgabenhöchstquote in der Verfassung ohne Sanktionen, nämlich Rücktritt des Finanzministers, wenn der Verfassungsgerichtshof das feststellt. Mit uns werden Sie sonst nicht weiterkommen. Das war die letzte Rede von Ewald Stadler als Nationalratsabgeordneter. Er wechselt mit morgigen Tag ins Europaparlament für das BZÖ.